Wem eigentlich nützen sogenannte Verschwörungstheorien? Jetzt mal völlig unabhängig, ob an diesen Theorien irgendwas dran ist, irgendein kleines Körnchen von Wahrheit. Oder ob es tatsächlich Verschwörungen gibt auf unserer Welt. Oder ob eine Verschwörungstheorie frei erfunden ist. Vielleicht um einfach mal zu testen, wie blöd die Menschheit wirklich ist. Wem nützen Verschwörungstheorien? Dass wir uns richtig verstehen. Hier geht es nicht darum, ob ich für oder gegen Verschwörungstheoretiker bin, sondern einfach um die Frage, wem könnte das Ganze nützen? Was steckt also dahinter? Denn ich behaupte mal, das gab es schon immer, dass man an eine Verschwörung geglaubt hat. Da gab es manchmal auch sehr gute Gründe dafür. Aber warum habe ich den Eindruck, dass jetzt dieses Thema künstlich hochgehalten wird? Und zwar hauptsächlich von Gestalten, die mir eher etwas fragwürdig vorkommen. Suspekt. Also, wenn ich an eine Verschwörung denke, dann sehe ich bildlich vor mir, wie sich ein Milliardär, ein Großunternehmer, ein reicher Mensch mit einem Politiker trifft und ihm Geld zusteckt, größere Summen, mit der Bedingung, dass der dann nicht mehr fürs Volk entscheidet, nicht mehr politisch klug entscheidet, sondern das macht, wofür er gerade von einem reichen Mann bezahlt wird. Das wäre meine ganz persönliche Verschwörungstheorie. Und wie wir wissen, da können wir einiges nachweisen, einiges beweisen an Verschwörung einzelner supermächtiger, superreicher gegenüber dem eigenen Volk. Und da sehen wir schon eine Antwort auf die Frage, wem nützt so etwas? Eine echte Verschwörung nützt demjenigen, der einen anderen besticht. Wem nützt es nun, zu behaupten, die Erde sei eine Scheibe und die Sonne bewege sich um die Erde, nicht umgekehrt? Wem nützt es auch, da diskriminierend zu werden? Und zu sagen, ausnahmslos alle Angehörigen einer bestimmten Rasse sind minderwertig. Wem nützt das? Das stimmt ja nicht, wie wir alle wissen. Ich denke, das hat sich ein bisschen geändert. Möglicherweise
hat vor einigen Jahrzehnten so eine Verschwörungstheorie das Gleiche bewirkt, was ich jetzt mit meiner kleinen privaten Verschwörungstheorie erreichen wollte, nämlich darüber nachzudenken, wer über uns herrscht, warum er so regiert, wie er regiert. Und ob die Idee, diese Menschen seien nur dumm, nicht die eigentliche Verschwörungstheorie ist, mit der man davon ablenkt, dass die möglicherweise ein bisschen dumm sind, aber immer noch schlau genug, um die Mehrheit des Volkes über den Tisch zu ziehen. Und deswegen ist der, der dumm ist, eigentlich für uns noch der angenehmere Politiker, Fragezeichen, Fragezeichen, weil ihm es vielleicht misslingt, uns über den Tisch zu ziehen, weil er eben zu dumm dafür ist und nicht clever genug. Die Gefährlichen sind, Achtung, Verschwörungstheorie, die Klugen, die Intelligenten, diejenigen, die über ihre Intelligenz zuerst zur Macht kommen und dann die Macht missbrauchen gegen das eigene Volk. Und dazu muss man nicht grundsätzlich intelligent sein. Man muss nicht intelligent genug sein, als Architekt ein Haus zu entwerfen oder Mathematikprofessor zu werden. Man muss intelligent sein bei den Grundkompetenzen, die der Machterwerb braucht. Und das sind zum Teil Grundkompetenzen, die sehr fragwürdig sind. Die Grundkompetenz zu lügen, ohne rot zu werden. Die Grundkompetenz zu betrügen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Die Grundkompetenz, alles für sich selbst haben zu wollen und dabei nicht zu begreifen, dass man eventuell sogar selber etwas glücklicher wäre, wenn man den anderen an seinem Glück teilnehmen ließe. Verschwörungstheorien heute. Um ehrlich zu sein, ich kann es nicht mehr hören, das Wort, weil erstens, wie viel Grundkompetenzen stecken denn dahinter und welche sind es? Sind es nicht wieder haargenau die gleichen, die ich eben schon aufgezählt habe? Und die mangelnde Grundkompetenz, anderen was zu gönnen, sind es nicht Leute, die einfach nur neidisch darauf sind, dass die Politiker das machen, was sie gerne selber machen würden und was sie auch sofort machen, wenn sie erst an der Macht sind, nämlich Leute über den Tisch zu ziehen. Versucht nicht der Verschwörungstheoretiker mittels Internet, mittels Social Media einen Fankreis anzuheuern von politisch unmündigen Bürgern, also denjenigen, die die letzten 20, 30 Jahre die Regierung gewählt haben, von der sie nun plötzlich und überraschend seit 2015 merken, da muss doch was falsch gelaufen sein. Da haben wir doch Idioten gewählt.
Und zwar ausgerechnet in dem Moment, wo tatsächlich diese Regierungen über ihren eigenen Schatten gesprungen sind, um mal was für Menschen zu tun. Natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken. Wenn man merkt, wir brauchen Fremde, weil wir selber keine Fachkräfte mehr haben. B, wir brauchen Fremde, weil unsere eigenen Leute zu teuer sind oder weil unsere eigenen Leute festgestellt haben, mit der Sozialhilfe kann ich eigentlich fast genauso gut leben wie mit dem bisschen hohen Lohn, dem Pseudolohn, den mir der Arbeitgeber zusteht. Verschwörungstheoretiker, also Leute, die nicht eine bestehende, ernsthaft bestehende Verschwörung aufdecken wollen. Zum Beispiel die Verschwörung der Privilegierten, die sich alles nehmen gegen die, denen das dann fehlt, die zu wenig haben oder gar nichts haben, sondern irgendwelche aberwitzige Theorien über Hollywood-Filme, über Viren aus China, aus dem Labor, dass wir uns richtig verstehen. Ich habe es vorhin schon betont. Ich rede nicht darüber, ob da was dran sein könnte an der Mondlandung im Hollywood-Film und Corona entwichen aus dem chinesischen Forschungslabor. Darüber rede ich gar nicht. Will ich gar nicht reden. Brauche ich nämlich nicht. Weil ich schon immer nicht gefragt habe, hat einer bestochen, weil er diese Politik macht? Sondern ich habe einfach gefragt, was würde ich an seiner Stelle tun, wenn ich kein Gewissen hätte, wenn ich schamlos wäre, wenn ich rücksichtslos alles für mich haben wollte. Und dann schaue ich mir einen Menschen an, könnte der so drauf sein? Könnte der einfach rücksichtslos sein? Könnte das ein billiger Schummler sein? Und dann schaue ich mir an, was Politiker so machen und dann komme ich immer sehr, sehr, sehr schnell drauf. Das sind die einen, die es gut machen mit dem Volk, die kommen gerade mal bis zum Kreisvorsitzenden oder vielleicht mal zum Oberbürgermeister. Ich glaube zum Beispiel, dass die Oberbürgermeister unserer drei Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen, also der neue, den kenne ich jetzt nicht, über den kann ich nichts sagen, aber Mali, Dr. Jung und der Erlanger Florian Jannik, dass die durchaus im Sinne haben, etwas für das Volk zu tun und nichts für die eigene Tasche. Aber ich bin auch sicher, die würden mit dieser menschlichen und fairen Einstellung nie weiterkommen. Das werden keine Landesväter und das werden schon gar keine Bundeskanzler. Denn dazu brauchst du Kompetenzen, die diese drei, ich hoffe, ich täusche mich nicht, nicht haben. Ellenbogen auspacken, rücksichtslos sein, jeden politischen Gegner auch aus der eigenen Partei mobben ohne Ende, bis man sich hochgemobbt hat zur absoluten Macht. Merkt ihr was? Was für eine schöne Verschwörungstheorie. Sorry, klingt mir plausibel. Ich wünsche mir immer, dass meine Schwarzmalerei viel zu schwarz ist und dass alles gar nicht so schlimm ist und dann holt mich immer die Realität
wieder ein. Ich kann aber nicht so genau erkennen, was die Leute wollen, die im Internet Verschwörungstheorien posten. Der eigentliche Urheber bleibt ja sehr oft unbekannt. Die meisten machen sich gar nicht die Mühe, danach zu googeln. Und da würde ich nicht nur die konkreten Verschwörungstheorien sehen, sondern überhaupt alle seltsamen Meldungen, die so in den Social Medias kursieren. Der Trick scheint mir doch der zu sein, dass jemand solche Social Medias benutzt, um notfalls sogar über Robots eine solche Verschwörungstheorie oder einfach schlichtweg eine Falschmeldung, eine konkret irreführende Meldung zu vervielfältigen. Sein Interesse ist, eine große Menge so zu verunsichern und so auf seine Seite zu ziehen, dass man dann wieder ganz fröhlich Adolf spielen kann. Den wollte ich eigentlich jetzt rauslassen, aber manche brauchen immer dieses Beispiel, um wach zu werden. Und man sollte wirklich sehen, dass da so etwas auf uns zukommen könnte. Wieso macht man sich die Mühe, einen Fake zu erstellen, um ihn dann entweder mit einem Softwareprogramm, einem Social Robot, um die Welt zu schicken oder eben über die Freunde auf Facebook? Gut. Die harmlosesten dieser Posts kommen von Wichtigtouren. Von Menschen, die eigentlich selber eine politische Meinung gar nicht formulieren können, aber glauben, eine zu haben. Ich frage mich ein bisschen, wie das gehen soll, dass man eine politische Meinung haben kann, obwohl man sie nicht formulieren kann. Ist das dann die eigene Meinung, wenn man sie nicht mal selbst formuliert? Oder bin ich da einfach nur ein billiger Trittbrettfahrer und falle auf die fixe Idee ein, ich könnte eine eigene Meinung haben, ohne was zu wissen, ohne dass mein Verstand hinreichend funktioniert, ohne dass ich jemals Politik begriffen habe? Wem nützen solche Posts? Dem Absender? Wahrscheinlich, sonst wird er irgendwann aufhören, sowas loszuschicken. Also dem, der die Fake News erstellt hat, der den Text zu einer Verschwörungstheorie selber geschrieben hat. Der verspricht sich sicher da, dass jetzt endlich er Chef wird, Führer wird, hinter ihm die blökende Masse folgt, wie immer, wie man es kennt. Und es scheint dadurch sich gut zu multiplizieren, dass man eben jede Menge Leute hat, die in ihrem richtigen Leben eine Nummer sind, ein Niemand, ein Nichts. Ich finde es nicht gut, dass es Menschen gibt, und zwar viel zu viele, die unbeachtet bleiben. Da würde ich das System gerne ändern. Dahingehend, dass die alle ihre Anerkennung finden können.
und ihr Selbstbewusstsein. Aber ich sehe nicht auch nur den Schimmer einer Hoffnung, dass die eigentlichen Absender von Verschwörungstheorien daran interessiert sind, ihre Gefolgschaft ernst zu nehmen. Sonst würden sie nämlich nicht solchen Blödsinn erzählen, wenn sie die Gefolgschaft ernst nehmen würden. Sonst würden sie eventuell solche Videos machen wie ich. Stopp! Wer weiß, vielleicht bin ich der größte Verschwörungstheoretiker von allen. Vorsicht! Ich warne dich vor mir. Ehrlich kann ich dir nur empfehlen, mach dir deine eigenen Gedanken. Besorg dir Informationen oder höre auf Menschen, denen du vertrauen kannst. Viel mehr mache ich auch nicht, weil mein Wissen auch hin und vorn nicht ausreicht. Lass dich nicht verführen von den Bauernfängern, von den Rattenfängern, die es in der Geschichte der Menschheit immer und zu jeder Zeit gegeben hat. Und die komischerweise viel zu oft viel zu viel Macht bekommen haben. Die Antwort, wem nützen Verschwörungstheorien, wäre also eventuell Fragezeichen, demjenigen nützen sie, der sie in die Welt setzt, um an die Macht zu kommen und dafür genügend Lämmer brauchen, die sich von ihm auf die Schlachtbank führen lassen. Ist es vielleicht so? Ich weiß es nicht. Ich habe nur Vermutungen. Aber um ehrlich zu sein, von dem bisschen, was ich weiß, spricht vieles dafür. Wenn du mehr weißt, siehst du bestimmt schon klarer.